Und hallo, ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch Spiele aus meiner Bibliothek von A bis Z vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Heute möchte ich mit euch Fable Anniversary vorstellen auf der Xbox 360. Ja, dann reisen wir mal zusammen in die Fable-Welt. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und starten die 30 Minuten jetzt mit Game Sound und dem Spiel. Wir wollen natürlich ein neues Spiel starten. Gold ist die Währung im Lande Albion. Ihr könnt damit Sachen in Geschäften bei Händlern kaufen, für Dienste bezahlen und sogar Glücksspiele spielen. Gold könnt ihr auf unterschiedliche Weise bekommen. Durch Absolvieren von Quests, Plündern von Toten, Handeln mit Gegenständen und vieles mehr. Okay. Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orwell. Unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebt ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellt er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumt er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hat. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder der Tagträumer, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfels. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was, du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in ihm und um Owe. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. So, da bin ich auch. Sprecht mit Personen, die auf eurer Karte einen grünen Punkt haben. Sie haben etwas Interessantes zu sagen und leuchten grün, wenn ihr euch nähert. Drückt A, um mit einer so gekennzeichneten Person zu sprechen. Da haben wir ja schon jede Menge auf der Karte. Das Daddy. Wo bin ich denn jetzt da? Wir wollen erstmal hier eine Sackgasse. Eine Person hier aussuchen. Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Ich habe nichts gesehen. Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Deal. Nimmt ihr sein Bestechungsgeld und begeht eine böse Tat? Obacht, Gerüchte machen in Oakville schnell die Runde. Nö. Sag meiner Frau nichts davon. Sie darf das nie erfahren. Der petzt sich das doch. Fremdgehen. Sauerei.
So, was will das Kind denn? Ich habe meine Mama verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Okay. Läuft wahrscheinlich genau hier irgendwo rum. Viele schöne Sachen. Dann gehen wir mal zum nächsten. Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Stimmt. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Nein. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Oh. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Vielleicht später. Aber Beeilung! Sonst esse ich sie selbst. Ich gebe dir 1 Goldstück. Nicht vergessen. 3 Goldmünzen. Mehr kosten sie nicht. So, der nächste ist. Junge Hitzkopf! Na, spielst du mit deinen Freunden? Da ist er wieder! Aber kein Bär in der Nähe, okay. Wo ist mein Mann? Ich suche also meinen. Ehrlich, wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Ja. Wirklich? Also aus dem mache ich Balverine-Futter. Danke, junger Herr, für die Information. Ihr habt eure erste gute Tat vollbracht. Vergesst nicht, mit eurem Vater zu sprechen, um eure Belohnung zu erhalten. Ja, ich höre. Aber erstmal gucken wir noch nach dem Bärchen. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die 2 Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich lege ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang. Na gut. Dann stellen wir uns dahin. Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell, zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Falls du keine Angst hast, falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Komm schon, wir zerknappern was. Ne. Siehst du nur, wie alle Statuen da rumstehen? Gut sein ist doch so langweilig. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Yep. Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Wofür war das denn? Für deine böse Tat. Ich will meine Goldmünzen ehrlich verdienen. Dann tu eben deine dummen guten Taten. Ja, tu ich auch. Weil da kommt er nämlich schon wieder. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Bitte. Ich sag deinem Paps, was für ein toller Wächter du bist. Danke. Genau, wir müssen mit dem Vater reden. Aber irgendwo muss dieser komische Bär noch sein. Hast du einen Bär gefunden? Bitte such meinen Tipp. So, kann hier noch jemanden verpetzen? Oder was tun? Hol ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als er. Aber du siehst kräftig aus. Ich wette, du könntest ihn endgültig verjagen.
Ihr könnt Charaktere nur dann angreifen, wenn sie rot markiert sind. Zum Angreifen auf einen nicht feindseligen Charakter müsst ihr ihn anvisieren, indem ihr LT zieht und haltet und dann X drückt. Aber wir wollen erstmal gucken, was er sagt. Was willst du? Ich hab gerade mit diesem Nervbolzen zu tun. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle heiß. Ach ja? Warum spielst du mit Kinderkram und... Was tust du mir? Was tust du denn? Der... Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe, aber bitte hau mich nicht mehr. Danke sehr. Danke sehr. Bitte. Hier. Kümmer du dich um Rosie, bei dir ist sie sicher. Der Teddy. Okay. Ihr habt eine gute Tat vollbracht. Also dann müssen wir den kleinen Bengel noch suchen. Ich glaube, der ist immer noch hier. Ja, da ist er. Die Mädchen den Teddy geben, du ja klar. Ich habe Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Komm, Rosie, wir wechseln deine Füllung. Ihr habt wieder eine gute Tat vollbracht. Sehr schön. Dann ist da nur noch diese Süßigkeiten-Fatzke. Da ist. Ah, ja. Erwischt, du kleiner Taugenichts. Was? Ich hörte, dass du schlimme Sachen angestellt hast. Nur gute. Gewalt gegen eine Person oder Personen ohne Erlaubnis des Wächters. Dieses Verhalten ist, wärst du älter, würden dich die Stadtwächter festnehmen und aburteilen. Du musst entscheiden, ob sich dieses Verhalten lohnt, junger Freund. Ich will es jetzt mal dabei belassen, aber denk über meine Worte nach. Kann ich mit ihm reden? Wenn du älter wärst, würdest du Ärger bekommen. Tja. Da oben ist noch jemand. Da wollen wir noch mal gucken. Was Mutti kann. Wie komme ich da hin? Da nicht. Da, ach. Nimm mal das Tor. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Da musst du auch warten noch. Ein wenig. Du musst das erst kaufen. Aber erstmal muss ich nach Paps. Erstmal nach Paps. Was soll ich nur von dir halten? So, wo bist du? Ich will mein Geld. Ich stehe zu meinem Wort. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Aber wenn du glaubst, ich dulde deinen Unfug jetzt, dann irrst du dich. Sieh bitte zu, dass du keinen Ärger bekommst. Tu's für mich. Okay. Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Hast du mit dem Händler gesprochen? Ja, hab ich, Paps. Ihr habt jetzt genug Geld für ein Geschenk für eure Schwester. Das Symbol auf eurer Karte zeigt den Ort der Person, des Objekts oder des Ortes, wo ihr als nächstes hingehen solltet. Euer Hauptziel wird immer auf diesem Weg angezeigt. Dann laufen wir mal und zu diesen Gierlappen, bei dem wir uns die teuren Süßigkeiten für 3 Goldstücke holen müssen. Zu eurem Glück habe ich diese Süßigkeiten noch. Schnell, gebt mir 3 Goldstücke und sie gehören euch. Immer noch 1. Junger Herr, sie gehören euch. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Info, wer kann derartigen Leckereien widerstehen? Weiter. Dann geben wir ihr die der mal. Der Junge kennt den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht.
Wird hier voll angemeckert von den Bürgern, unglaublich. Damit tue ich doch nur Gutes. Die Pralinen der Schwester ich geben. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Okay. Ab nach Hause. Warte, irgendwas ist hier faul. Räuber! Ui. Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Zum Glück sehen die mich hinter dem Zaun nicht. Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. What, me? Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester. Und die wütenden Angreifer entführten beide. Mom? Dad? Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Phew. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch irgendwas looten. Und finden erstmal raus, dass zu Hause alle tot sind. Oder fast. Wo geht die Reise hin? Aus der kleinsten Eiche. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakwell gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Oh. Komm mit mir. Na gut, dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort. Oder ein besseres Zuhause.
falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Und der Tag beginnt. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hört es sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Na gut. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Erstmal zu den Grünen. Da kann ich bestimmt einen Gefallen wieder machen. Was sind die das? Komme ich hier durch? Ja. Very nice. 50 Sekunden habe ich gebraucht. Das hat kein... Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertreff das. Na gut, lauf in 50 Sekunden zur Dämonentür und komm zu mir zurück. Tja, wenn mein schlimmes Bein nicht wäre, könnte ich die Zeit schlagen. Unmöglich, ich bin der schnellste Gildelehrling. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Mhm. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Oh, warte, das Rennen ist noch. Also dann,
Es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Ein Knüppel! Dann greift die Attrappe wie gehabt an. Okay. Kaputt gehauen! Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Erfahrungskugel sammelt ihr, indem ihr drüber lauft. Ihr könnt auch RT ziehen und halten, um sie zu euch zu ziehen. Yes. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre bald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Tötet die Käfer, die den Gildenwald unsicher machen. Oh ja, machen wir doch. Ihr habt einen neuen Quest bekommen und eurem Inventar eine Questkarte hinzugefügt. Ihr könnt euch durch Drücken der Back-Taste jederzeit Einzelheiten über eure aktuellen Ziele ansehen. Benutzt die Markierung auf eurer Karte, um euch durch den Quest leiten zu lassen. Region, Ausgangspfeile weisen auf den Weg zu eurem nächsten Ziel. So, kann ich mit dem noch quatschen? Ihr habt nicht allen Käfern den Garaus. Ihr könnt kein Heldentraining absolvieren. Ja, das kommt noch. So, wo kann ich da hinlaufen? Hier ist doch auch noch was. Da. Madame. Hör zu, Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch vier mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Okay. Jupp. Wir suchen auch noch Äpfel. Und wir müssen erstmal rausfinden, wo das olle Dämonentor ist, wegen dem Rennen. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da gucken wir doch gleich mal rein. Die Leute in Albion verbergen ihre Schätze am liebsten in Holztruhen. Außerdem findet ihr auf der ganzen Welt spezielle Silberschlüsseltruhen. Um eine solche zu öffnen, braucht ihr die korrekte Anzahl von Silberschlüsseln. 20 Stück. Puh. So, das ist das Dämonentor wahrscheinlich. Da muss ich hinrennen. Okay. Dann laufen wir einmal wieder zurück. Hier können wir zu ihm hin. Ja, das seid ihr, das steht fest. Und ihr schon wieder. Letztes Mal habt ihr Na gut, lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür. Ich bin der Schnellste. Das ist doch die Tür gewesen, oder liege ich da falsch? Okay. Ich will die Karte in groß haben. Questkarte.
eben die Karte noch gar nicht anwählen, okay. Gehen wir mal nach den Geht Käfern. Und töte die Käfer im Wald. Gildenwald. Da laufen wir mal rein. Eine Tätowierung bedeutet stets auf eine einmalige Weise hart, betrunken und geheimnisvoll. Okay. Da sind welche. Gucken noch, ob hier irgendwo ein Schätzelein ist. Nee. Dann knüppeln wir mal die Käfer nieder. Letzte Käfer da. Belohnung! Weiter! Die haben wir alle vernichtet. Und dann geht's halt zurück. Hier ist eh nur ein Rundgang. Und dann wieder ab zur Heldengilde. Dann schauen wir mal, was er sagt. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden, es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. So, leider sind die 30 Minuten auch schon rum und ab hier beginnt der Part, wo ihr euch selber entscheiden könnt, weiterzuspielen oder auch nicht. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Abo da und ein Like, das wäre mega nice von euch. Und verpasst meine anderen Videos auch nicht in der Rubrik 30 Minuten mit. Denn die Spielebibliothek wächst stetig. Ansonsten bedanke ich mich nochmal und wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bye, bye.